Hey Leute, ihr wollt sehen, wie man über 100.000 Volt mit einem Generator erzeugt? Dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Ja Leute, in diesem Abflussrohr befindet sich meine Hochspannungskaskade und heute wird sich alles um die drehen. Und Hochspannungskaskaden sind einfach super cool, denn mit wirklich wenig Aufwand können wir richtig hohe Spannung erzeugen und damit wirklich viele Experimente machen. Doch bevor wir jetzt zu dieser recht großen Kaskade kommen, will ich euch erstmal erklären, so ganz einfach, wie eigentlich so eine Kaskade funktioniert. Das Prinzip dahinter ist relativ einfach zu verstehen. Die Kaskade besteht, also meine zum Beispiel, jetzt aus 10 Stufen. Jede Stufe beinhaltet einmal einen Kondensator. So, hier haben wir jetzt mal eine provisorische Kaskade aufgebaut und die hat jetzt 5 Stufen, also 5 Kondensatoren, 5 Elkos. Wichtig zu wissen ist natürlich auch, dass wenn man Kondensatoren in Reihe schaltet, die Kapazität geringer wird. Das heißt also, wenn wir 2 Kondensatoren, sagen wir mit 100 Mikrofarad in Reihe schalten, dann ist die Kapazität, also die Gesamtkapazität, nur noch 50 Mikrofarad. Wenn wir 4 in Reihe schalten, ist es noch ein Viertel davon, also 25 Mikrofarad und so weiter. Also müsst ihr euch im Prinzip vorstellen, dass der Gesamt oder die Gesamtkapazität einer Kaskade alle Kondensatoren in Reihe beinhaltet. Und natürlich findet man in einer richtigen Kaskade noch viele Dioden. Und die gewährleisten praktisch, dass jeder Kondensator mit der eingespeisten Spannung in der Kaskade aufgeladen wird. Das heißt also, jeder Kondensator wird mit der gleichen Spannung aufgeladen. Und das können wir natürlich auch mit einer Gleichspannung manuell machen. Dafür habe ich mein Labornetzteil mal auf 30 Volt eingestellt. Ich habe jetzt mal an den ersten Kondensator einen Multimeter angeschlossen, damit messen wir die Spannung und jetzt werde ich einfach mal 30 Volt an den Kondensator anklemmen. So, und der Kondensator ist jetzt auf ungefähr 30 Volt geladen. Und genau das machen wir jetzt mal mit allen Kondensatoren. Ja Leute, also ist jetzt jeder Kondensator mit einer Spannung von 30 Volt geladen. Und da wir jetzt 5 Kondensatoren in Reihe sind, können wir die Spannung einfach addieren. Also 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30 und das wären dann 150 Volt. Einmal zwischen dem Pin und dem Pin. Und das werden wir jetzt mal messen. Ja Leute, und wie wir sehen können, ist die Spannung bei so 145 Volt jetzt angekommen. Und die wird natürlich jetzt einbrechen. Aber dadurch, dass wir alle Kondensatoren in Reihe geschaltet haben, können wir die Spannung einfach aufaddieren. Auch wenn wir jeden einzeln geladen haben. Ja, und diese Gesamtspannung, ne, die wir da jetzt haben, die entlädt sich bei einer Hochspannungskaskade natürlich über einen richtig geilen Blitz. Das geht hier natürlich jetzt nicht so einfach, aber war nur ein kleiner Puff. Aber nun mal zurück zur echten Hochspannungskaskade. Die muss natürlich mit Wechselspannung getrieben werden und mit einer richtig hohen Wechselspannung, weil wir wollen ja richtig lange Blitze haben. Und dafür nehmen wir den kleinen AC-Hochspannungstrafo aus meinem letzten Video und damit werden wir gleich die Kaskade betreiben. Und die Ansteuerung ist natürlich auch wieder die gleiche. Die Spannungsfestigkeit der Komponenten, die in dieser Kaskade verbaut sind, beträgt ungefähr 20 kV. Deswegen sollte unsere Eingangsspannung auf jeden Fall nicht größer sein als 20 kV. Aber da der Treiber eh nicht so viel liefert, ist das so okay. Und wenn man das so rechnet, dann würde die maximale Ausgangsspannung, die wir mit dieser Kaskade produzieren können, um die 200.000 Volt liegen. Aber jetzt ist auch genug geredet, jetzt kommen wir mal zum Test. Und wenn wir jetzt die Elektroden noch weiter auseinander machen, haben wir wieder ein Problem, und zwar Corona-Entladung. Ja? Und diese Corona-Entladung, diese Sprühentladung, die entladen praktisch unsere ganze Kaskade. Und dadurch, dass der Strom, der unser Trafo oder den unser Trafo liefert, nicht hoch genug ist, um das sozusagen nachzufüllen, ja, haben wir keine knallende Entladung mehr. Um diese blöden Corona-Entladungen vorzubeugen, habe ich jetzt einfach mal an beiden Elektroden eine Edelstahlkugel befestigt. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so schön, schön aussieht, aber ich glaube, es ist effektiv.
Ja, Leute, das war doch mal richtig imposant, oder? 13 cm waren das jetzt maximal. Richtig laut und richtig stinkend nach Ozon. Und der Trafo hat mal richtig klasse Dienste geleistet. Man bräuchte jetzt vielleicht noch etwas mehr Power, denn ich denke, gerade diese Kaskade hat noch viel mehr Potenzial. Vielleicht können wir da sogar irgendwann mal 20 cm rausholen oder noch mehr. Ich hoffe natürlich, dass die 13 cm an Ladung euch jetzt auch schon richtig geil gefallen haben. Wenn ja, dann liked das Video doch, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video mit noch längeren Blitzen wieder.